Das Ding ist, es gibt solche Leute, die... Oh nein, nee. Hey Leute, ich bin's Lina und willkommen zu einem neuen Video. Heute reagiere ich auf ein Video von Fresh Torge. Und zwar Peggy und Joel versuchen, ihre Tochter an einer hochbegabten Schule anzumelden. Das wird lustig. Es klingt lustig. Allein der Titel schon. Ich habe ihn natürlich schon abonniert, das Glöckchen aktiviert. Und ich gebe diesem Video noch einen Daumen nach oben. So, und jetzt würde ich sagen, kommen wir zum Video. Let's go. Also Joel. Dieser Lidschatten. Konzentrieren. Ich weiß, Peggy. Das ist eine Privatschule, Joel. Die nimmt nicht jedes Kind. Melody Angel, halt jetzt mal dein Maul. Tu einfach so, wie wir das einstudiert haben, ja? Einfach so tun, als ob du ein Buch liest. Joel, wenn unser Plan funktioniert, dann wäre das endlos krass. Melody Angel kommt auf die Privatschule und verdient übelst viel Money. Und mit dem... Melody Angel. Es ist irgendwie süß, aber wenn Deutsche ihre Kinder so nennen, finde ich das irgendwie richtig lustig. Können wir dann endlich unseren großen Traum verwirklichen? Und einfach gar nichts mehr machen. Ins Geil. Melody Angel, du musst schlau rüberkommen. Wisch mal die Jabba aus deinem Gesicht. So, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. Tut mir leid wegen der Verspätung. Wir hatten mit einem Schüler noch eine kleine Diskussion. Kein Problem. Der Schüler hat doch tatsächlich behauptet, Beethovens 5. Symphonie hätte nicht die gleiche emotionale Tiefe wie die Ouvertüre in A-Moll. Was für ein Scheißkind, oder Peggy? Wie bitte? Mein Mann, Doktor Joel, entschuldigt sich für seine Aussage. Oh. Leute, das wird wieder so ein Fremdscham-Dings-Video. Also wirklich, Torge macht das so gut. Fremdscham halt. Richtig schlimm. Sind Doktor? Ja. Doktor der... Beste? Doktor der Beste. Doktor der... Beste? Ja, der beste Doktor. Ich meinte eigentlich, was für einen Doktortitel Sie tragen. Doktor, gegen Schnupfen. Gegen Schnupfen? Ja, also... Mein Mann, Dr. Joel, hat jahrelang an der Stanford University in USA Schnupfen studiert. An der Stanford University? Oh ja! Dann kennen Sie sicherlich Professor Slangfield. Klar, Slangfield, die alte Kackbratze. Und Sie haben dort das Schnupfen studiert? Ja. Und gibt es dort neue wissenschaftliche fundierte Erkenntnisse? Oh ja. Wieso sagt er dann ja? Und wie lauten die? Schnotter immer ins Taschentuch und nicht in die Jacke abwischen. Humor haben Sie, das finde ich super. Ja, das ist mein Joel, Dr. Joel. Wir verrennen uns hier völlig in der Zeit. Es geht ja heute um Ihre Tochter. Ja, unser ganzer Stolz. Eigentlich war sie ein Unfall, Peggy. Erzählen Sie doch bitte noch ganz, ganz kurz, bevor wir zu Ihrer Tochter kommen, einmal etwas von sich selbst. Ja, mein Name ist Peggy von Blavanden. Von Blavanden? Ja, ich stamme aus einer dänischen Königsfamilie aus Dänemark. Dänemark, sehr schön. Ich kenne mich dort ein bisschen aus. Aus welcher Region kommen Sie? Legoland. Das heißt... Legoland! Es tut einfach weh. Also in Dänemark aufgewachsen. Klar. Kennst du Bilrally die Tyskland oder Dänemark? Ja, aber ohne Senf, der Hotdog. Ohne... Wie heißt denn Ihr Vater, also der König von Dänemark? König Smørrebrød. Also, können wir jetzt langsam über unsere Tochter Melody Angel reden? Ja, selbstverständlich. Also, Sie möchten Ihre Tochter hier bei uns an der Privatschule anmelden, ja? Ja, weil sie ist nämlich genau wie meine Frau und ich, ist sie auch hochbegabt. Gut, das sind ja fast alle hier, das ist ja auch eine hochbegabte Schule. Ich weiß. Wo liegen denn die intellektuellen Stärken Ihrer Tochter? Oh. Welche Themen... Ich habe Angst vor der Antwort. Oder erforscht sie? Also, die
Sie mag gern Cornflakes? Genau, Cornflakes mag sie gerne. Besonders die roten? Die blauen nicht, die sortiert sie immer aus. Genau, richtig, Peggy. Prinzessin Peggy, bitte. Stimmt, Prinzessin Peggy von Schweden. Dänemark. Dänemark, was auch immer das ist. Interessantes Forschungsgebiet, Mineralien, Spuren, Elemente. Sie studiert auch sehr intensiv das Fernsehen. Da legen wir sehr viel Wert drauf. Und das fördern wir auch sehr. Wir machen hier immer jeden Morgen gleich den Fernseher an. Wie kann ich mir das vorstellen? Was studiert sie dort besonders? Feuerwehrmann Sam zum Beispiel. Pepper Woods auch. Das ist ganz normal, weil wir sind ja eine hochbegabte Familie und die haben ja manchmal auch ein bisschen, nicht wahr, Peggy? Ja, das ist so, weil wir vor lauter Zahlen im Kopf und Hypotenösen gar nicht klar denken können. Genau, vor allem wegen den Mösen. Mir kommt das alles ein bisschen... Oh Gott, das Ding ist, es gibt solche Leute, die... Wir schauen mal weiter. Seltsam vor, tut mir leid, ich muss dort nochmal nachhaken. Sie haben gesagt, Sie haben an der Stanford University Schnupfen studiert, ja? Ja. Welche Art Schnupfen gibt es denn nach Ihren neuesten wissenschaftlichen fundierten Erkenntnissen? Es gibt den klassischen gelben Rotzer, der auch recht fest ist und den man gut rotzen kann. So ein klassischer Gelber halt. Genau, danke Prinzessin Peggy. Ich möchte ganz ehrlich zu Ihnen sein. Ich habe nicht das Gefühl, dass Sie und Ihre Tochter an unsere hochbegabten Privatschule passen. Wieso? Einfach vom Intellekt her. Beleidigen Sie gerade meinen dänischen Dialekt oder was? Was? Nein, vom Intellekt. Das ist rassistisch. Wenn mein Vater, der König von Dänemark, das erfährt, ist aber irre, möre, Smörrebröt. Ich glaube auch, dass Sie sich das finanziell gar nicht leisten. Was? Ich habe nochmal über alles nachgedacht. Wir heißen Ihre Tochter herzlich an unserer Schule willkommen. Peggy, gib mir ein Y! Y! Gib mir ein E! E! Gib mir ein S! S! Und was heißt das? Eis! Ich freue mich wirklich sehr für Sie, Herr Doktor und Frau Prinzessin. Ja, Sie können auch sehr stolz sein, dass Sie jetzt so eine dialektische Familie an Ihrer hochbegabten Schule haben. Die Schulkosten in Höhe von 6.500 Euro sind dann am jeden 15. im Monat fällig. Ja, einfach überweisen. Schönen Tag noch. 6.500 Euro. Wegen deiner gelben Rotze sind wir aufgefallen, Joel. Du bist schuld. Genau, nur wegen der gelben Rotze von... Oh, nee. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.